Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Balkanreise. In diesem Teil geht es um den Streckenabschnitt von Tes nach Skutari, auch Skoda oder Skodra. Skutari ist, wie ich gelernt habe, der lateinische Name für Skoda. Los geht's in Tes. Auf halbem Weg mussten wir uns dann auch mal um die Wäsche kümmern. In unserer Staubbox-Waschmaschine musste das Wasser durch frisches zum Klarspülen ersetzt werden. Hat er jetzt anscheinend geschnallt, dass er das probieren muss? Was machen wir denn nachher?
Ehrenplätze findet. Eine Brücke da unten sind wir eben gekommen. Wenn nichts kommt. Nein.
dann noch mit viel Licht. Das ist aber ein bisschen übertrieben, das Licht. Nach ca. 35 Kilometern war dann gut mit Offroad fahren und wir haben uns einen Platz für die Nacht gesucht. Und Abendsonne. So, die Wäsche dürfte sauber sein. Wir sind ja einige Stunden rumgeschippert worden. Die Wäsche, die wir den ganzen Tag in der Tagesbox rumgeschüttelt haben, sollte auf die Leine und über Nacht trocknen. Bianca hat die Drohne für ein paar schöne Luftaufnahmen ausgepackt und im Anschluss haben wir es uns im Fahrzeug gemütlich gemacht. Mit dem Wäschetrocknen, das wurde leider nichts. Es hat dann angefangen zu regnen die ganze Nacht und die Wäsche war am anderen Morgen natürlich noch genauso nass wie am Abend, als wir sie aufgehangen haben.
Wollen wir jetzt noch ein Stück rückwärts? Der kommt da noch nicht vorbei. Oder? Er rutscht rechts ein bisschen runter. Ja, das geht. Die Treppe ist knapp da hinten. Ja, das geht. Passt. Komm vorbei. Fahr du jetzt vor, genau. Die Treppe. Halt, stopp. Rechts platt. Nein. Rechts geht. Schlag vorne ein. Ja. Gerade weiter. Gerade weiter. Jetzt geht's. Jetzt okay. Im nächsten Teil geht die Reise weiter durch den Kosovo zurück nach Montenegro. Der Kosovo, der in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von Konflikten war, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Uns sind nur freundliche Menschen begegnet und wir fühlten uns zu keiner Zeit irgendwie bedroht. Wenn ihr weiter mitfahren wollt, vergesst nicht, den Kanal abonnieren und das Glöckchen läuten.